Hallo in die Runde und erstmal Entschuldigung für die Verspätung. Wir ruckeln uns hier auch noch ein bisschen ein mit den Wegen und ich denke, es wird von Mal zu Mal besser. Dafür ist es, glaube ich, hier ja umso schöner. Vielen Dank nochmal an VW, dass wir hier sein dürfen. Und wir starten direkt mit der schönen Meldung, dass es nur noch wenige Restkarten für das Spiel am Samstag gibt. Und vielleicht der News, dass wir dafür am Sonntag noch eine Alternative haben, die auch kostenlos ist. Das Training nach dem Spiel am Sonntagmorgen um 11 wird öffentlich sein und wie gesagt, es kostet natürlich nichts. Wir würden aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen trotzdem darum bitten, dass vorher Tickets erworben werden und die gibt es ab jetzt auf dfb.de. Und dann herzlich willkommen Robin Gosens und Pascal Groß. Pascal, ich starte mal direkt mit dir. Es ist dann am Sonntag deine erste öffentliche Einheit mit dem Nationalteam. Deine erste Trainingseinheit hattest du aber schon. Wie war's und wie haben dich die Jungs aufgenommen? Ja, war sehr schön. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, hierher zu kommen. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Und das Training war auch sehr gut, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit hier. Du hast eben schon verraten, es gab eine Umstellung für dich, die dich besonders betroffen hat. Kannst du vielleicht verraten hier? Also nee, ich habe nur gesagt, am Anfang muss man sich ein bisschen umstellen vom Ball her und Kleinigkeiten, die einfach anders ablaufen, aber da gewöhnt man sich schnell dran und einfach ein anderer Ball. Bevor wir die Fragen an euch geben, Robin, vielleicht klären wir kurz deinen leichten Schatten im Gesicht auf. Es ist nicht hier passiert, oder? Nicht hier passiert. Ich glaube aber auch, der Benny Hendricks kann da mehr zu sagen als ich. Der hat da irgendwie so gegen mich geackert im Spiel gegen Leipzig, dass ich mir da ein kleines blaues Auge zugezogen habe. Er sagt zwar, er ist unschuldig, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber halb so wild. Vielleicht bekommen wir ja nochmal die Chance, Benny selbst zu fragen. Jetzt erstmal eure Fragen an die beiden gerne. Thomas Nowak. Ach, da ist er. Oh, meine Güte. Hallo? Ja, so besser. Ich flüstere, dann ist es trotzdem noch sehr laut. Herr Groß, herzlich willkommen. Hallo. Sie haben ja wichtige Daten der Familiengeschichte auf Ihrem Arm festgehalten, wenn ich da richtig informiert bin, als Tattoo. Wie würde sich denn da der 9.9.2023 machen? Als Erinnerung sehr schön, aber als Tattoo nicht. Es sind die Daten meiner Familie. Ist natürlich für mich eine aufregende, sehr schöne Zeit hier. Ich habe immer gesagt, dass es ein Traum ist für mich, bei der Nationalmannschaft zu sein. Und dass ich jetzt den hier leben kann, ist natürlich schön. Dann Günther Klein. Ja, im Moment ist ja auch diese Dokumentation über die Nationalmannschaft in aller Munde. Jetzt sind Sie neu beim DFB, Pascal. Ist es möglicherweise für Sie auch ein Stoff, den Sie sich mit Interesse anschauen, um sich da einzufühlen? Und auch die Frage an Robin, der jetzt nicht dabei war in Katar, ob das für Sie dann auch sowas ist, dass Sie schauen, was habe ich eventuell versäumt oder was ist mir erspart geblieben? Also ich persönlich habe es noch nicht geschaut und weiß noch nicht, ob ich es mir anschaue. Das ist für mich irrelevant. Ich mache mir immer mein eigenes Bild vom Menschen und auch von der Mannschaft. Deswegen ist es für mich irrelevant. Ich bin hier und probiere meine Mannschaftskollegen und Staff kennenzulernen. Da ist die Dokumentation nicht wichtig für mich. Ja, ich antworte auch gerne. Ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht, ob ich mir sie im Detail anschauen werde. Ich kenne natürlich die Jungs und weiß, wie das tägliche Leben hier ist, inwiefern dann die Doku genau das widerspiegelt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, aus persönlichen Gründen, weil es schon immer noch sehr, sehr schmerzt, dass ich die WM damals verpasst habe, weiß ich nicht, ob ich die Wunde unbedingt nochmal aufreißen will für mich persönlich und dementsprechend mal schauen. Dann Jan-Christian Müller. Ja,
Hallo Herr Groß, Sie haben ja in der Jugendzeit unter Ihrem Vater in Neckarau gespielt und in meiner Erinnerung war da sogar, glaube ich, die ganze Zeit ein Hartplatz. Können Sie noch mal beschreiben, wie die Zeit war und warum die Mannschaft damals so super gespielt hat? War das hauptsächlich Ihr Vater und wie waren so die Bedingungen dort? Also ja, die Bedingungen waren sehr, sehr einfach, würde ich sagen. Ist ein sehr kleiner Heimatverein, mein Heimatverein, der VfL Neckarau. Ja, waren aber eine sehr gute Mannschaft, haben in der Region, ja, ist jeder Spieler dann zu uns gekommen und wir wurden immer stärker und haben dann eine gute Jugendarbeit und eine gute Jugendmannschaft gebildet. Dann einmal direkt in der Mitte Patrick Berger. Franzi, Servus, Frage auch an Pascal. Pascal, es ist so, zumindest habe ich dich nirgends gefunden auf Insta oder auf Twitter oder sonst wo, dass du, glaube ich, kein Social-Media-Profil hast. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausführen, warum das der Fall ist. Ist es vielleicht so eine Art Selbstschutz? Würdest du das auch vielleicht anderen wie Robin empfehlen, vielleicht irgendwie nicht so oft da reinzugucken? Und dann habe ich in der Reportage bei den Kollegen von Elf Freunde gelesen, dass dein Papa dich gerne Kalli nennt. Woher kommt das und wie nennt dich zum Beispiel Robin? Also zur ersten Frage, ja, Social Media habe ich keins. Empfehlen würde ich es nicht. Das kann jeder handhaben für sich, wie er will. Ich fahre damit einfach ganz gut. Ich habe meine Familie, meine Freunde und probiere mich von der Welt so ein bisschen, Social Media Welt ein bisschen fernzuhalten. Weil es, glaube ich, unser Leben sowieso manchmal mit vielen Auf und Abs zu tun hat. Und ich glaube, dass Social Media dann die Achterbahnfahrt vielleicht noch ein bisschen, dass die Kurven zu hoch und zu tief manchmal sind. Deswegen, Kurven gibt es automatisch, aber so probiere ich die, dass sie ein bisschen kleiner ausfallen. Und zu dem Spitznamen, das war, glaube ich, eher im Spaß gemeint, das ist nicht mein Spitzname. Thomas Kulski. Auch eine Frage an Pascal. Hallo. Hallo. Für viele in der deutschen Fußballöffentlichkeit kam Ihre Nominierung durchaus überraschend. Auch für Sie oder hatten Sie in den letzten 5 Jahren intensiven Kontakt zu den beiden Bundestrainern, die in dieser Zeit tätig waren? Nee, auch für mich überraschend. Da war kein Kontakt da. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, war die Überraschung umso größer. Aber ja, da war kein Kontakt da. Dann einmal hier vorne, Thomas Bergmann. Klaus Bergmann, Entschuldigung. Hallo Herr Groß. Wie hat die Premier League Sie als Fußballer verändert? Können Sie das mal beschreiben? Ich glaube schon, dass ich mich schnell anpassen musste an ein schnelleres Spiel, wo vielleicht weniger gepfiffen wird, deswegen das Spiel viel hin und her geht, dass ich mich schnellere Entscheidungen treffen muss, was, glaube ich, aber nicht nur Premier League ist, was allgemein Fußball auf höchstem Niveau geht es einfach darum, schnellere Entscheidungen zu treffen, man hat weniger Zeit und das ist, glaube ich, die größte Umstellung. Yannick Hüber. Robin, ich habe mal direkt 2 Fragen. Einmal, wie willst du den neuen Spirit von Union Berlin hier in der Nationalmannschaft einbringen? Und das Zweite ist, dein neuer Manager Oliver Runert ist eher so ein Kritiker des DFB, hatte da zuletzt von Friede, Freude, Eierkuchen gesprochen und sich auch beschwert, dass zu wenige Union-Spieler nominiert werden. Was sagst du zu der Kritik? Zur ersten Frage, ich glaube, ja, Union zeichnet ja so ein bisschen diese Familie aus, dieses gemeinsame Ackern und dieses Malochen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist auch die Basis jetzt für diesen Lehrgang und auch die Basis für eine erfolgreiche Zeit und dann langfristig gesehen auch für eine erfolgreiche EM. Und dementsprechend versuche ich das natürlich schon, so gut ich kann, vorzuleben. Das fällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so schwer, weil das auch in meiner DNA drin ist, dieses Ackern, dieses Malochen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir davon als Grundlage ausgehen müssen, um erfolgreich zu sein, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen, dass wir versuchen, eine Familie auf dem Platz zu sein, wo jeder für den anderen irgendwie den extra Meter gehen will, um erfolgreich zu sein.
Ich glaube, nur darum geht es, denn jedem ist der Ernst der Lage bewusst. Wir müssen liefern, wir müssen als Mannschaft vor allem auch für Positivität sorgen. Und das geht meistens dann nur im Fußball über Resultate, das wissen wir. Und zum zweiten Thema, ehrlich gesagt, habe ich äußerst wenig zu sagen. Oliver Runert ist Sportdirektor von Union und weiß sicherlich ganz genau, was er sagt und warum er das sagt. Ich bin Nationalspieler, darüber bin ich sehr, sehr glücklich, spiele jetzt bei Union. Dementsprechend hat er irgendwo ja seinen Willen jetzt gerade bekommen. Und inwiefern die Kritik richtig oder falsch ist, darüber möchte ich mich ehrlich gesagt nicht äußern, weil ich mich dazu auch nicht in der Lage sehe, ehrlich gesagt. Philipp Hofmeister. Hallo. Frage an Pascal. Sie sind ja jetzt neu dabei und haben sozusagen auch den frischen Blick drauf auf die Fußballnationalmannschaft. Wie haben Sie denn so die letzte Zeit von der Insel in England aus die Entwicklung beim DFB verfolgt? Und wie ist vielleicht die Wahrnehmung Ihrerseits mit dem frischen Blick auf das Team, das ja gerade durchaus in der Krise ist, mit Blick auf die Heim-EM? Wie ich vorhin gesagt habe, von außen ist es, glaube ich, immer schwierig, einen großen Blick zu haben. Deswegen probiere ich mir mein eigenes Bild hier zu machen. Ich bin hier, um die Mannschaft kennenzulernen. Ich habe erst einmal trainiert. Probiere mir einfach, mich zurechtzufinden und ich bin positiv, ich bin allgemein ein positiver Mensch und probiere einfach viel Energie und Positivität mit in die Mannschaft zu bringen und hoffe, dass wir erfolgreich spielen können. Dann bleiben wir in der Reihe. Sie müssten mir einmal mit dem Namen helfen. Javier Cáceres, Süddeutsche Zeitung. Eine Frage an Herrn Gosens. Herr Gosens, Sie beide haben ja in ansatzweise vergleichbare Nationalmannschaftskarriere, sind beide relativ spät berufen worden, waren beide im Ausland. Mich würde interessieren, wie schwierig ist es für einen Spieler, der so ein bisschen an der Peripherie seine Leistungen bringt, ins Blickfeld einer Nationalmannschaft zurück, einer deutschen Nationalmannschaft? Haben Sie das als besonders schwierig wahrgenommen in Ihrem Fall? Ich weiß nicht, inwiefern das schwierig oder schwieriger ist. Ich glaube, der DFB ist überall in Europa so gut vernetzt, dass er auch die Spieler im Ausland absolut gut im Blick hat und genau weiß, welche Leistungen da abgerufen werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich war halt lange der Unbekannte im Ausland, der dann mit Atalanta irgendwie so aus dem Nichts gute Erfolge erzielt hat und ich glaube, wenn man in der Lage ist, diese Leistung konstant auf den Platz zu bringen, ist es relativ egal, wo man dann Fußball spielt, in welchem Land. Ich glaube, es ist eher dann, was ich zumindest gemerkt habe, ist eher die mediale Aufmerksamkeit, die eine andere ist im Ausland. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nur dann in den Medien war, wenn ich irgendwie ein Tor gemacht habe und ein Tor war dann irgendwie automatisch gleichbedeutend mit einem sehr guten Spiel von Robin, was aber teilweise überhaupt gar nicht so war. Da habe ich dann einen irgendwie am zweiten Pfosten eingenickt und der Rest des Spiels war irgendwie eine ganz große Katastrophe, aber trotzdem war ich dann wieder ein Topspieler nach dem Wochenende in Deutschland. Und ansonsten, wenn ich dann mal kein Tor geschossen habe oder keinen Assist gemacht habe, dann war auch wieder nichts zu lesen und dementsprechend war das Spiel dann nicht so gut anscheinend. Das ist so mehr das, was ich wahrgenommen habe in der Zeit in Italien, aber ich glaube, dass ich von Anfang an da verfolgt wurde, als meine Leistungen konstant waren und dementsprechend dann aufgerufen wurde, als meine Leistungen so konstant waren, dass ich die Chance hier verdient gehabt habe. Christopher Melzer. Hallo Herr Groß, die Fußball-Nerds sind das gar nicht abschätzig gemeint, die schätzen Sie schon länger in Deutschland. Was wollen Sie, also für Ihre taktische Flexibilität, für die vielen Positionen, die Sie spielen können, was können Sie der Nationalmannschaft als Spieler geben? Ja, ich glaube, dass ich flexibel einsetzbar bin auf verschiedenen Positionen, dass ich probiere, einer Mannschaft Energie zu geben. Bin Mannschaftsspieler, das ist meine größte Stärke, würde ich sagen. Ich probiere mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und probiere meine Mitspieler so gut ich kann, in Szene zu setzen. Florian Plettenberg.
Servus zusammen. Eine Frage an Robin, dann eine an Pascal. Robin, ist die Mannschaft sich darüber bewusst, dass das vielleicht die zwei wichtigsten Testspiele sind in den letzten Jahren, weil es sehr, sehr viel auf dem Spiel steht? Stichwort Aufbruchstimmung, Stichwort auch die Zukunft des Bundestrainers. Redet ihr darüber in der Mannschaft? Und die Frage an Pascal, Standardsituationen sind jetzt nicht die allergrößte Stärke der deutschen Nationalmannschaft. Du giltst als Standardexperte. Was zeichnet das bei dir aus? Wie trainierst du Standards? Und hast du Kimmich schon gesagt, dass du sofort alle Standards treten wirst? Machst du oder ich? Ich kann es mal machen. Also, ja, im Brighton Cheese Standard, Ecken und seitliche Freischüsse. Ich trainiere viele Standards, aber ich bin mir meiner Rolle bewusst. Wie gesagt, ich bin Mannschaftsspieler. Und darüber, wo haben wir noch nicht gesprochen, wenn ich Spielminuten bekomme, werde ich das machen, was für die Mannschaft am besten ist. Wenn es Schießen ist, dann schieße ich sie. Und wenn es im Rückraum stehen ist und probieren, den Abfall reinzumachen, mache ich das. Ich probiere einfach, meine Aufgaben zu erfüllen. Zu deiner ersten Frage kann ich eigentlich mit einem riesengroßen Ja beantworten. Wir sprechen darüber. Wir sind auch mit einem richtigen Scheißgefühl letztes Jahr in die Sommerpause gegangen, weil das natürlich alles überhaupt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir wissen ganz genau, wie viel auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Trainer so ein bisschen in der Schuld, weil wir diejenigen sind, die auf den Platz gehen und die Resultate erzielen müssen. Und das wollen wir jetzt unbedingt machen, erst gegen Japan, dann gegen Frankreich. Ich bleibe nach wie vor bei meiner Aussage, dass wir eine unfassbare Qualität haben. Verstehe aber auch jeden, der aktuell nicht so wirklich daran glaubt. Und an uns liegt es jetzt, das zu verändern. Du hast richtig gesagt, wir müssen eine Aufbruchstimmung erzeugen. Wir müssen wieder die Nation hinter uns bekommen. Das geht nur über Resultate, das geht nur über gute Leistung. Und dementsprechend ist sich jeder hier, und das kann ich jedem versichern, in der Nationalmannschaft, der Lage und der Ernst der Lage bewusst. Und wir müssen liefern, und das werden wir tun. Dann zum Abschluss noch drei Fragen und starten in derselben Reihe hier in der Mitte. Ja, Yannick Thiele für Pro7Sat1. Frage an Robin, du hast es gerade schon gesagt, ihr wollt wieder eine positive Stimmung im Land erzeugen. Inwiefern befürchtet ihr, dass vielleicht die Doku, die Freitag erscheint, da gar nicht so zuträglich ist der ganzen Sache, weil die Ausschnitte, die bisher veröffentlicht worden sind, sind ja nicht so ganz positiv? Habe ich ehrlich gesagt relativ wenig zu sagen. Ich habe die Doku wie alle anderen hier auch noch nicht gesehen. Dementsprechend weiß ich nicht, was da ist. Ich glaube, und das ist dann auch immer so ein großes Problem, da werden dann Ausschnitte gezeigt und da werden dann irgendwelche Schlagzeilen von gemacht. Ich glaube, jeder von uns sollte sich ein komplettes Bild machen, wenn die Doku raus ist, sollte das komplett einordnen. Ich glaube, in jeder Mannschaft gibt es Reibung, in jeder Mannschaft gibt es Stress, ob das jetzt bei Union ist, ob das bei Inter ist oder ob das bei Brighton ist. Genauso ist es hier beim DFB, und das braucht es, um weiterzukommen. Deswegen die Ausschnitte, die gezeigt wurden, die waren vielleicht dann ein bisschen negativ in Anführungszeichen, weil halt Reibung da war. Aber ich würde jedem empfehlen, einfach mal das Ding anschauen. Wenn man dann irgendwie was zu meckern hat, dann gerne nochmal nachfragen. Aber erstmal auf sich wirken lassen, den Gesamtkontext einordnen, und dann schauen wir mal weiter. Heiko Niederer. Frage an Pascal Groß. Du hast gerade gesagt, du bist flexibel einsetzbar. Du hast in deiner Karriere, glaube ich, sehr viele Positionen schon gespielt. Was würdest du denn als deine Top-Position bezeichnen? Und wo würdest du auch hier sagen, das ist jetzt vielleicht die Position, wo ich am ehesten eine Chance habe, ins Team zu rücken? Und noch eine zweite Frage. Muss man als Debütant auch mit 32 noch was singen hier bei der Nationalmannschaft, oder ist man irgendwann ab 30 raus damit? Zur zweiten Frage hoffentlich nicht, weil da habe ich andere Talente. Zur ersten Frage, ich fühle mich, heutzutage sind die Spielsysteme ja nicht mehr so einfach gestrickt wie früher, deswegen, selbst wenn man rechter Verteidiger spielt, spielt man dann jetzt das ganze Spiel rechter Verteidiger, genauso wie im Mittelfeld ist es sehr flexibel, zumindest im Verein, wo ich momentan spiele. Deswegen im Mittelfeld fühle ich mich relativ wohl. Aber auch rechts hinten, je nach Spielsystem, ist für mich okay. Aber ich würde sagen, auf der 8 ist meine beste Position. Und zum Abschluss Christian Wob. Ja, auch eine Frage an beide. Einmal Robin, auf der Außenverteidigerposition gab es ziemlich viele Wechsel in den vergangenen Jahren. Wie siehst du da gerade deine eigene Rolle jetzt bei der Nationalmannschaft? Und dann Pascal, die Frage, du triffst am Samstag dann wahrscheinlich auch auf Kaoru Mitoma.
dein Mitspieler aus Brighton. Kannst du was ein bisschen zu ihm sagen? Und auch gerade, der ja wirklich ein dribbelstarker Spieler ist, der auch was Verrücktes auf dem Platz macht, solche Spielertypen, die ja auch im deutschen Fußball immer wieder gefragt sind, was ihn so auszeichnet. Danke. Ja, zu deiner ersten Frage. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt im letzten Lehrgang ganz gut gemacht. Ich habe ein ganzes Spiel bekommen und dann 45 Minuten davor gegen Polen. Habe versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Das versuche ich auch diesen Lehrgang. Stimmt, dass relativ viele Wechsel auf der Position waren. Jetzt habe ich aber hier wieder die Chance, um mich zu beweisen, um dann im Bestfall auch dafür zu sorgen, dass ich mich vielleicht festspielen kann. Ich glaube, auch der Trainer hat es ja schon angesprochen, dass es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gilt, eine Kernmannschaft irgendwie auszubilden und zu entwickeln. Und da hoffe ich natürlich irgendwie Teil von diesem Prozess zu sein, versuche mich in jedem Training reinzuhauen, sodass dann in Zukunft weniger Wechsel auf den Außenverteidigerpositionen oder zumindest links vonstatten gehen. Und das geht nur über gute Leistungen, gute persönliche Leistungen im Verein und dann auch hier während den 10 Tagen. Ja, und zu K.O. Ist ein absoluter Topspieler, der im 1 gegen 1 sehr, sehr stark ist. Müssen wir aufpassen, dass er kein Tempo aufnehmen kann, weil dann ist er extrem schwer zu stoppen. Dann Dankeschön auch nochmal für eure Geduld und genießt die Sonne. Schönen Tag noch zusammen, danke. Schönen Tag.